wieder? Geht's wieder? Geht's wieder? Beam down? Ja, geht. Okay. Wieder da. Also OBS, das hat er zum ersten Mal gemacht. OBS hat sich selbstständig neu verbunden. Das macht er sonst nie. Okay. Es geht wieder. Online. Und was sehen wir? You died. Naja, ich bin halt reingelaufen und dachte mir so, oh, scheiße. Es hat was gebimmelt. Und das Gebimmeln, das bedeutet nichts Gutes. Apropos. Warum hatten wir eigentlich Alert? Fällt mir gerade auf. Warte mal. Was ist denn das hier? Vorhin ist nämlich Tippi abgeraucht. Irgendwie so ein bisschen. Und irgendwas. Ich habe immer noch den Browser-Code 3 drin. Browser-Source 3 drin. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das ist auch Tippi. Das hat mir vorhin einen Fehler ausgeworfen. Jetzt merke ich aber gerade, wir haben trotzdem Alerts. Das ist sehr strange. Fällt mir jetzt auch. Ich mache nur Tippi kaputt. Ich mache nicht deinen PC kaputt. ja, was soll ich sagen, ey. Und ja, irgendwie ist schon wieder OBS kaputt. Ich weiß auch nicht. So, jetzt aber richtig. Jetzt nochmal richtig. Richtig, richtig. So. Jetzt warte mal, am besten mal hier. Mach ich an mich mal kaputt. Okay, kommt noch einer. Nein! Ach Gott, ich bin noch ein bisschen beklaut. Hat keiner gesehen. Das passiert nur, wenn er es nicht ernst nimmt, Peter. Das ist quasi mein Sohn. Da lobt er einmal Schnee, was passiert, total RIP. Es ist so, ne? Ah, oh Gott, ey. Diese Treppen hier, ne? So, war's das? Okay, der andere ist auch weg. Der andere ist auch was. Gibt's da unten was umsonst? Ja, weiß ich nicht. Oh, da ist ja wirklich noch einer. Oh, kaputt. Und Metalbärchen. Vielen Dank für den Host. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1, S-Lines. Schönen guten Abend, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, auch ein Eiskaffee schnien. Voll geil. Ist ja wirklich ganz geil. Muss man schon mal sagen. Da gibt's Eiskaffee da unten. Das ist wichtig. Wir haben 6 Estos, sehe ich gerade. Okay, wir haben zwischendurch irgendwie noch eine Estos gekriegt. Ach Gott, diese Hunde, ey. Nicht treten. Nein. Diese Angriffsfrequenz ist auch zum Kotzen. So, können wir uns voll heilen? Ja, haben wir zumindest 5. Wenigstens einer, der nicht Detroit Become Human spielt. Dann kam ja auch Dark Souls raus. Ich muss Prioritäten setzen. Tatsächlich. Ah, ich fahre jetzt nicht mehr nach Bremen. Ich hab Essen auf dem Herd. Kannst auch bei Essen vorbeifahren. Was? Und ich wäre es gegen 23 Uhr da. Ah. Dann beim nächsten Mal, Victor. Auf der Gamescom. Dann komm rum, wenn dein Essen fertig ist. Ach ja, und bring Essen mit. Das ist richtig. Ne? Wir können auch grillen, theoretisch. Okay. Was? Was? Okay, kann ich jetzt noch irgendwie... Nee. Ach Mann, ey. Der Weg ist zum Kotzen. Und wie weit ist Nico schon? Ich bin vom Capra-Demon. Capra. Wir ehren laktosefreien Eiskakao. Ich weiß gar nicht, ob wir Kakao haben. Ich glaube schon. Achso, wir haben laktosefreie Milch da. Das wäre sogar möglich. Naja, das wäre möglich. Der Kappa-Demon.
Diego wurde schon zweimal von hinten genommen. In nur einem Run. Das ist schwierig. Nicht einmal Shortcuts kann der Junge holen. Gibt es noch einen anderen Shortcut? Weiß ich halt gar nicht mehr so genau. Ich habe, glaube ich, immer den Weg genommen hier. Ja, welchen Weg denn sonst? Wow, ihr sagt sogar Janine schon. Wow, dein Ernst, den Weg gehst du? Welchen Weg denn sonst? Ich kenne keinen anderen Weg tatsächlich. Gibt's da auch noch einen? Echt? Okay, warte mal, dann guck ich mir den Weg nochmal an. Kein Wunder, dass ich so viel sterbe. kann Mandelmilch anbieten. Habe ich noch nie. Soll auch ganz geil sein. Habe ich noch nie getrunken. Was ich nicht so geil finde, ist Sojamilch. Das ist halt so, das ist ein bisschen widerlich. Tatsächlich. Ich weiß nie, meine Freundin ist ebenfalls leicht laktosefrei. Und allein der Joghurt, wenn ich den mit meinem vergleiche, ist der schlechter? Ich finde halt zum Beispiel laktosefreie Milch ganz geil. Ach, Preis, okay. Preislich gesehen ist es natürlich eine Schweinerei, das stimmt. Komm. Hier durch dann, ne? Ach stimmt, da war ja auch noch was. Ach, den Weg meinst du. Okay, vom Feuerbahnschrein quasi aus, ne? Und... Ach Gott! Nein! Okay, I wanted to... Okay, alles unter Kontrolle. Eieiei. Und Tim, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Dark Souls 1. Remaster. S-Lines. Wir kommen so halbwegs gut voran. Apropos, wir müssen noch den Black Knight da hinten legen, ne? Fällt mir gerade auf. Das müssen wir auch noch machen. So, stimmt, den Shortcut habe ich voll vergessen, ey. Den hat Janine sich gestern auch geholt. Da habe ich halt kurz hingeguckt. Aber ich habe den schon wieder vergessen. Hier ist nämlich noch so eine Olle. Die man mittlerweile sogar richtig sieht. warte mal, jetzt komm mal hoch. Laktosefreie Milch ist auch leckerer, Nico, als normale Nico. Die passt halt wegen einer leichten eigenen Süße super zu Kaffee und Cornflakes. Ich habe halt, nutze sie halt immer zum Cornflakes, tatsächlich. Das Ding ist, die ist halt schweineteuer und Janine trinkt halt nicht so oft laktosefreie Milch. Und es wäre Quatsch, wenn ich die ganze Zeit die laktosefreie Milch sauf, weil die normale ja billiger ist. Schwierig immer. Zwei normale, eine Laktose. Okay, ja. Mandelmilch ist mega gut und dieselbe Konsistenz wie normale Milch. Reismilch ist auch lecker, aber irgendwie zu flüssig. Passt wie Wasser. Reismilch kenne ich gar nicht tatsächlich. Sojamilch hat man halt mal in der Schweiz irgendwie mal gekauft. Meine Freundin irgendwie laktoseintolerant dann war. Und die hat es irgendwie nicht so geil geschmeckt tatsächlich, muss ich mal so sagen. Allgemein sind laktosefreie Sachen süßer, da sie, wenn der Milchzucker fehlt, nachgesüßt werden. Okay. Deine Antwort? Der Milchzucker fehlt nicht, sondern ist bei meisten Produkten schon gespalten. Dadurch hat man zwei Zuckerstränge, die kurzkettiger sind. Deshalb ist es süßer. Wir scheuern mich. Das sollte man vielleicht nicht trinken. So. Hier haben wir noch ein bisschen ein Giftgedöns. Das wird irgendwann Scheuermilch zum Fließen sauer machen. Oder den Herd, ja. Scheuermilch. Sollte man nicht trinken. Mach das bitte nicht. Das ist ganz wichtig. Wir können hier Feuer holen.
Ist halt die Frage. Ob wir uns das jetzt... Ach, scheiße, die Seen sind weg, ne? Ach, fuck, wir haben 12.000 Seen beim Capra Demon gelassen. Okay, ruhig... Oh. Ich habe halt die Bosse quasi von überall zusammengetragen und dann irgendwo liegen lassen, weil ich die nicht brauchte. Von Gargoyles, von den Gargoyles. Naja, ich brauche die nicht. Also theoretisch brauche ich die nicht. Ich bin bei 16 E-Mails, aka wir ändern uns AGB. Wir haben gestern ProSieben Max angemacht auf dem Amazon Fire TV Stick. Und selbst da kriegst du die Meldung, AGBs ändern sich. Beziehungsweise hier mit dem Datenschutz. -Böms. So. Ich gehe jetzt nochmal zum Feuerbannschrein, hol mir da die 10 Estos. Und Schaden ab. Das wird ganz geil. Ach Gott, Mann, die Wand, ne? Sobald er irgendwie nach, so ein bisschen nach rechts ausholt, schlägst du meist die Wand. Das ist echt... So, ja, nicht runterfallen. Scheu mich, ist, was zu trinken ist genauso hinlos wie Waschmittelpots zu fressen, das stimmt. Macht bitte also keine Videos darüber. Das ist wichtig. Okay, dann macht's einfach gar nicht, genau. Also weder filmen noch überhaupt machen, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das Gameplay ist echt viel langsamer, bin DS3 gewohnt. Ja klar, so schneller ist es dadurch nicht geworden, ne? Es rollt sich halt jetzt smoother alles. Na, trotzdem 60 FPS, also ein bisschen schneller als das Original ist es halt trotzdem. Aber das wird jetzt plötzlich nicht so schnell, nicht durch die 60 FPS nicht so schnell wie Dark Souls 3. Das ist halt klar. Die Angriffe sind halt alle ein bisschen langsamer, dann musst du musst halt wirklich erstmal auf die, das Timing so ein bisschen erstmal wieder klarkommen. Das stimmt. Das gleiche dachte ich, als ich gestern DS3 angefangen habe nach Bloodborne. Auch, also DS3 ist halt einen Tacken langsamer als Bloodborne, ja. Da merkst du halt auch, dass es dann erstmal langsamer ist. Nee, ich bin falsch gelaufen, boah. Wollte ich den gewohnten Weg dahin laufen. Wir müssen aber hier lang. Ist halt ein bisschen weiter der Weg letztendlich, aber ja, schon sicherer. Da nicht ganz viele Gegner hast, dann können wir halt wenigstens auch mit ja halbwegs viel Estos da rein. Und ja, den lasse ich mal stehen. Dann haben wir zumindest schon mal hier den Shortcut, um auch in die Untiefen direkt zu kommen. Wow. Okay. Sag mal. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Du kannst halt bei den Capra-Demon, oder Capra-Demon, echt viel Pech haben. Weil die Hunde dir die Treppe halt versperren. Kannst die theoretisch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch noch geht, durch das Remaster, du konntest die früher mal durch den Nebel. Janine, vielen Dank für den Resub im 8. Monat. Vielen herzlichen Dank für den Resub, Janine. Benutzt das Emote sehr. Ich wollte jetzt reingehen, ja. Jetzt bloß nicht von irgendwas ablenken lassen, das wäre echt dramatisch. Ach Gott, ey. Vielen Dank, Janine, für den Resump. Ich hoffe, du hast weiterhin Spaß bei uns. Ach Gott, ey. Ich bin faul, derbe faul. Ich habe mein Handy-Ladekabel im Auto vergessen. Janine möchte mich ablenken. Ich möchte, dass ich den Capra-Demon nicht kaputt mache. Habe ich das Gefühl. So leicht habe ich das Gefühl. So. Jetzt kann da nichts mehr schief gehen. Ja, es sei denn, du schlägst mir den Controller aus der Hand. Danke. Kannst du bitte herkommen? Nein, dann. Nicht mehr. So, fall runter. Oh.
Was, wieso? Was machst du denn? Oh fuck. Oh fuck. Oh. Deshalb habe ich 5 Ladekabel, um egal wo ich bin, laden zu können. Oh. Kann man natürlich auch machen. Wie hast du den gemacht, wenn ich den seltsam mache? Das ist so die Cheats-Taktik hier. Toll. So. Ich muss halt echt mal den Hund irgendwie wegkriegen. Ich hab vergessen zu sagen, dass ich Schwab und dementsprechend geizig für 5 Ladekabel bin. Was kostet? Was das kostet? So, läuft er? Ja, wir haben auch 5 Ladekabel bestimmt, wir haben echt viele. Aber ein Schwabe ist zu geizig dafür. Das ist quasi zumindest das Klischee. Das kennt man. Das habe ich gerade dem nie erklärt. Ich weiß gar nicht, wie da der Spruch ist, den man irgendwie kennt. Was kostet die Welt irgendwie? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, fall runter. Fall runter, wie gesagt. Nicht nochmal angreifen. Er kann uns halt auch hier oben treffen, aber wenn wir ein bisschen Pech haben. Muss man ein bisschen weiter vorlaufen. Wow. Los, los. So, bin raus. Viel Erfolg noch. Und was? Viel Erfolg noch, Nico. Und viel Spaß, Chat. Victor, vielen Dank fürs Reinschauen. Hab noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Bock. Vielen Dank. Reinschauen. Und vergiss mal Essen nicht. Nee, macht den schönen Abend. Vielen Dank. So, das war's. Schlüssel zu den Untiefen, zu den Tiefen. Menschlichkeit und Heimkehrerknochen. Und eine Dämonenmachete. Kriegt man die immer? Oder ist das jetzt auch wieder so ein Rare-Fact gewesen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da eine Dämonenmachete gekriegt habe. Vor allem, wo soll die denn sein? Da. 133 Schaden macht die. Brauch. Okay, 40 Stärke. Die ist immer dabei. Achso, wusste ich halt gar nicht. Vielleicht habe ich die auch nie aufgehoben, weil ich mich nie nochmal umgedreht habe. Das kann sein. Kann ich mich halt nicht mehr ganz dran erinnern, tatsächlich. Habe ich schon. Habe ich schon gemacht. Faulheit Geiz. Zu faul Geld zu holen, um welches zu kaufen. Ich meine natürlich GG. Achso, na toll, Lucky. Ich meine natürlich GG. Vielen Dank für die GGs. War noch nicht so schwer. War noch nicht so schwer. Die schweren Dinge kommen halt noch. Klaftrache könnte halt ein Problem werden. Bei denen kann ich gar nicht so richtig. Habe ich immer Probleme irgendwie gehabt, tatsächlich. Ja, du hast mir auch Media so ein bisschen erklärt. Trotzdem konnte ich Media nicht so richtig gut. Nein, das ist nicht wahr. Du bist nicht besser. Ist sie wirklich besser? War fast First Try, oder? War First Try. Schon First Try, ne? Schon. Ja, sowas besitze ich nicht. Würde mich in Ruin treiben. Ah, eine Karte. Eine EC-Karte. Ne, macht nur bar, quasi. Er lässt sich wahrscheinlich auch einen Job dann bar bezahlen. Hat Janine nicht gefragt, wo du dein Geld herkriegst. Du bekommst automatisch das Inventar ohne Aufheben und so. Aber die habe ich ja gerade aufgehoben. Die Dämonen-Machete. Also die lag gerade halt wirklich da. Das war knapp, aber kalkuliert. War nicht so kalkuliert. Die sind halt richtig fies hier, ne? Das ist halt eine richtig, richtig fiese Stelle. Oh, Also das sind halt im Prinzip die gleichen wie vorhin quasi schon, wo ich meinte, könnte ich halt doch schon mal ganz gern irgendwie wegbashen. Und mit Feuer sind die halt noch schlimmer.
Weil das Feuer halt dementsprechend auch echt Schaden macht noch. Also egal, ob du hier aufgelevelt bist oder nicht. Das kann ich halt auch schon mal echt schön kaputt hauen. So. Jetzt gehen wir erstmal fix noch hier lang. Hier ist nämlich auch noch ein Zauberer. Den wir uns holen müssen. So, warte. Wenn er mit mir reden möchte. Da. Wenn ich bloß einen Freund hätte, der mir Essen macht. War mal Kochstream draus. Okay. Die kann der Troppen, passiert aber auch eher selten. Echt? Okay. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich halt, oder ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Muss halt, genau, ihn kaputt machen, weil da nämlich die große, also eine neue Glut drin ist, ne? Ah Gott. Kann man den auch nicht backstabben? Doch, ne? Doch, ja, okay. So, kaputt. Da gibt es auch nochmal 1000 Seelen. Da unten war, glaube ich, nichts Wichtiges, außer halt Hunde schon wieder. Und hier oben müssen wir dann halt nochmal dahin. Mal, wie komme ich denn überhaupt hin? Ich muss durch die Hunde, ne? Ich glaube, ich muss da tatsächlich hin. Willst du uns nicht Kalix vom Stream wegnehmen? Wenn du bloß einen Freund hättest, der Essen machen kann. Ja, selbst wenn ich nicht streamen würde, kann ich heute kein Essen machen, ne? Weil ich halt auch doof bin. So, schnell, schnell, schnell. Ach, da ist noch... Okay, das waren sogar zwei. Wow, jetzt müssen wir den nochmal töten. Also nicht nochmal, weil der andere war ein anderer, aber ihr wisst schon. Bam, bam, bam. Nico könnte ja Eierkuchen machen, so nebenher. Könnte ich. Aber wenn ich halt Janine anbiete, irgendwie Eierkuchen zu machen, dann weiß sie vielleicht noch, was ich meine. Wenn ich dann jedoch sage, ich mache Pfannkuchen, könnte sie vielleicht mit dem Endergebnis unzufrieden sein. Weil sie etwas anderes erwartet haben. Oh fuck. Das war nicht so schlau. Ja, war nicht so schlau. Scheiße. Ach Gott. Ach Gott, ey. Wieder 10k, die irgendwo rumliegen. Im Wasser. Fremden Zungen und quasi jedem gucken sind Eier. Was geht nicht? Adrip? Muss eigentlich gehen. Nee, aber wir machen es eher in 10er Schritten quasi. Jetzt wieder hier lang, ne? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Achso, hier sind die Typen wieder. Der andere müsste, glaube ich, auch schon da sein. Er steht, glaube ich, da. Beziehungsweise sitzt, ja. Aber fast das Gleiche. Und Janine, vielen Dank für den Host. Vielen Dank. Ich bin halt nach der Arbeit zu faul, irgendwas zu machen. Ja. Hast du Pizza gekauft? Nee. Ach, sie hat nur scheiß Pizza. Okay. Ich hätte noch Bohnensalat im Angebot. Tacos würde ich halt nehmen. Tacos sind geil. Kevin, kommst du vorbei? Das ist doch keine Strecke, ne? Kriegst du da hin. Kannst du wahrscheinlich auch durchfahren. Mit dem Zug. Glaube ich. Frankfurt-Bremen? Ich glaube, es gibt. Weiß ich nicht. Dass sie eventuell Angst hat, um ihre Küche entwickeln könnte, ist auch eine Option. Möglich.
Eventuell kann hier und da auch mal eine Mikrowelle anfangen zu brennen. Oder zu qualmen. Das Qualmen ist eventuell schon passiert. Eventuell. Ich hätte einen Rumpsteak für dich. Janine möchte halt auch was zu essen. Das ist. Ja, Janine hat Hunger. Das ist schwierig. Dass Janine besser ins Holz ist als Nico, wussten wir schon lange. Wow. Dafür hast du ja Nico. Er macht die leckeren Dinge im Maker. Im Sandwich-Maker. Vergesse dann die obere Scheibe Toast. Auch das ist eventuell nur passiert. Nur eventuell. Weiß man auch nicht so genau. Oh Gott, ey. Die Viecher sind auch echt kacke. Kann man nicht so anders sagen. Die Viecher sind kacke. Kann, glaube ich, auch nicht an denen vorbeirennen, ne? Wir müssen da runter. Okay, das hat ja wunderbar funktioniert. Das Ding ist halt auch einfach zu kurz. Jetzt kommt gleich wieder ein Spruch darüber, mein Ding ist zu kurz. Weil ich das ausgesprochen habe. Der Nien tippt schon, ich höre es schon. Ach so. So wird mein Hunger nicht weniger. Ach, du lässt dir die Möglichkeit nicht entgehen. So, da ist der Typ jetzt schon. Ach, der ist jetzt schon von unten. Ach nee, das ist ein anderer, ne? Wow. Du bist schneller da gewesen, als ich dachte. Okay, komm, komm. Komm mal aus der Ecke raus. Nico Schwerke sei zu kurz. Ja, schon ein bisschen. Das Ding ist einfach zu kurz. Ah. True Story. Wir brauchen etwas was Längeres irgendwie. Ich weiß bloß nicht was, ey. Die Battle Axe ist ja genauso kurz eigentlich. Weiß ich nicht. Jetzt hier runter, ne? Der Typ war... Okay, der Typ war doch schon weg. Ich weiß nicht, wo der andere Typ dann herkam, aber naja, gut. Dann haben wir zumindest hier schon mal die neue Glut. Das ist wichtig. Ja, und ich drück die falsche Taste. Was? Riches, weil er so ein namhafter Zauberer ist? Weil er meisterhafter Zauberer ist. Vor allem, weil das Schwert eine Keule ist. Bin mir als Koch ein, 10 Jahre Erfahrung in internationaler Küche und gehobener Küche. Okay, du bist angestellt, alte Bärchen. Kannst du auch mit Tomatensauce? Schmur! Große Glut. Schön. Amber. Bezahlen mit Keksen. In Einhornform. Das ist wichtig. So, und die große Glut haben wir. Müssten wir zu André bringen. Die Sache ist, warte mal, lass mich mal belegen. Wir müssten die jetzt zu André bringen. Wir brauchen dann noch große Scherben, sehe ich das richtig? Kann mir das jemand bestätigen? Dass wir mit der großen Glut, also plus 5, dann große Scherben brauchen. Ja, haben wir nicht, ne? Und daher macht es auch keinen Sinn, die jetzt schon zurückzugeben. Weiß ich nicht. Okay, dann backst du die Kekse, mit denen ich bezahle. Easy. Aber er ist doch Koch und kein Konditor. Ich habe gelernt, das sind Unterschiede. Nur weil du gut kochen kannst, kannst du nicht gleich backen. Kekse kriegt jeder hin, außer er ist Nico. Schnien, solange die Arbeitszeiten stimmen. Ja, also 15 Uhr kannst du anfangen... Essen zu gucken. Oh, hier wird es jetzt knackig. Das kriege ich. Ich habe keinen Bogen, ne? Ich habe nach wie vor keinen Bogen.
Ich brauche irgendwas zum Werfen. Zur Not Brandbomben? Ja, nehmen wir Brandbomben, ne? Guck mal, ob das funktioniert. Kriege ich den ins Target? Ah, fuck, ne, kriegen wir gar nicht. Weil jedes Mal, wenn du in das Item gehst, ich glaube, das habe ich noch nie richtig hingekriegt. Sag ich doch. Scheiße, ey. Das tötet uns halt sogar. Und da unten liegen meine 10.000 Seelen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Traurig mein Eiskaffee. Ach Gott, ey. Und kaum spielst du DS1, vermisst du plötzlich die Funktion, dich an jedes Leuchtfeuer zu porten. Weil du alles immer wieder laufen musst. Ja, und die Minere. Mach ich kaputt. First try. Müssen mal gucken. Ich muss mal wirklich mal schauen, ob ich von irgendeiner Combo. Ich glaube halt wirklich, wenn ich Ornstein als letztes mache, kriege ich halt den Löwenring. Der Löwenring könnte eventuell ganz interessant sein. Weiß ich gar nicht. Von Schnien hat Hunger bis Schnien hat keinen Hunger mehr während die Arbeitszeiten. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Richtig. Aber du hast immer Hunger. Obwohl eigentlich, ich habe immer Hunger. Eigentlich habe ich immer Hunger. Schwierig. Okay, Karnix macht Schnee was zu essen oder ich eskaliere im Chat. So, nochmal runter. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn da oben runter? Ohne dass ich sterbe. Ich krieg den halt nicht mal ins Target. Ich krieg den halt mit Pfeil und Bogen wäre das easy. Ne, wir müssen hier runter. Ich muss mir gleich erstmal das Leuchtfeuer holen. Können wir das vielleicht nochmal pumpen? Sag mal. Okay, trink was, trink ganz schnell. Und hüpf mir nicht auf den Kopf. Und danach kommt schon die Schandstadt, ne? Ey Gott. So, wir laufen jetzt hier vorbei. Ich hole mir erstmal das schöne Leuchtfeuer da hinten, weil das wäre jetzt super dämlich, da jetzt nochmal zu sterben und das nochmal zu riskieren. Warte mal, wo ist das Leuchtfeuer? Ach Gott. Okay. Nee, mal ehrlich, wo war das Leuchtfeuer? War das nicht hier irgendwo? Oder bin ich gerade... Nee, warte mal, ich bin hier lang. Achso, nee, warte mal, es war hier links, ne? Oder ist es da? Ich bin maximal verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Janine ist immer nur on-stream. Ja, die Reste jetzt halt fastet. Und dann hat sie... Sobald es Stream ist, muss sie halt essen dann. Aber sie ist ja eigentlich nicht im Stream. Schwierig. Freundlicher Garlix VD, Garlix macht hungriger Schnien was zum Essen. Auf die Schnelle kann ich tatsächlich gar nichts. So. Kriegen wir den anderen nicht ähnlich ab irgendwie? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was da als Item lag. Ach Gott. Ach, der lebt ja auch noch. Okay. Ach, deswegen kriege ich so viel Schaden. Okay.
die halten halt auch so viel aus, ne? Beziehungsweise du machst an denen halt echt keinen Schaden. Die ist verschlossen. Ist das so? Wie komme ich denn da hinten? Die war auch verschlossen, ne? Das war auf jeden Fall ein Shortcut. Das weiß ich noch, ja. Wie kam ich denn da? Ich glaube, ich kam erst relativ gegen Ende dahin, ne? Hier wird auch wieder tricky. Ja, hier tauchen das erste Mal eine Großaxt. Das erste Mal diese Viecher auf, diese komischen Frosche, die ich halt verfluchen können. Und ich glaube, das erste Mal im ersten Durchgang haben die mich hier schon getroffen. Und das ist halt richtig, richtig doof. Weil dann hast du erstmal das Problem, dass du zurücklaufen musst. Okay, wir haben jetzt den Shortcut offen, das wäre jetzt gar nicht so unbedingt tragisch, das von hier zu erreichen. An einer späteren Stelle wäre es halt doch ein bisschen schwieriger. Diese Frösche, wie Hunde. Ein Highlight. Da ist immer so eine Riesenratte drin. Ach Gott, jetzt sind wir noch vergiftet. Und Gift und so was ist in Dark Souls 1 tatsächlich echt noch ein Problem. Also noch ein richtiges Problem. Weil das hält zwar nicht so lang, aber das macht halt schon bums viel Schaden. Wir haben halt nichts dabei, ne? KG. So, da geht's lang. Ich kenne tatsächlich auch nicht mal die Wege hier. Du kannst da relativ schnell runterfallen. Wo ging es da lang? Ging's hier zu der Ratte? Nee, hier ging es woanders lang. Da ist noch so ein Magier. Ich hätte mir halt echt den Bogen kaufen müssen, ne? Ach, fuck. Wir sind halt schon vergiftet, von daher macht es nicht mal so einen Unterschied. So. Ach Gott. Jetzt wird's kriminell hier. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Ja. Ja, auch noch was. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas Sinnvolles war. Also generell halt in den anderen Kreuzungen. Und wo es hier direkt nochmal lang ging. Da konnte sich hier jetzt schon echt gut verlaufen. Die Ratte war halt noch, die große Ratte war halt noch da. Ich weiß auch nicht mehr, was die gebracht hat so richtig. Da ist eine andere Ratte. Die lockt dich jetzt quasi in das andere Ding da. Da ist auch noch was. Du kannst halt über diese Abgründe. Da sind halt so kleine Abgründe. Die seht ihr in Form von Wasserfällen. Na, hier ist noch so ein Ding. Guck mal, ich mach das mal so. Die sind super feuerempfindlich. Ach nein, das war's schon. Ratten in Kisten waren. Die, was? Ratten, die in Kisten waren. Das ist noch gar keine Falle. Das wird mal richtig, richtig fies. Zumindest bald, wenn sie ins Fortress sind. Muss ich mal heilen. Kacke. Das Gift ist gleich aus, aber... Das sieht schon echt ein bisschen bitter aus. So, da ist eine Ratte. Ich weiß halt gerade nicht. Oh, da ist Ratte. Da ist große Ratte.
Oh fuck.